Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag oder fast schon einen schönen Abend. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder da seid, Zeit findet, reinschaut auf meinen YouTube-Kanal himmlischebotschaften.de und bei mir seid Christel Weiß. Schön, dass es euch gibt. Dankeschön, ich freue mich. Ja, ich bin gerade im Renovieren, darum war das jetzt mal ein bisschen selten, vielleicht ungewohnt, aber ja, so allmählich nimmt das ganze Form an. Gut, ich freue mich, dass es euch gibt und somit auch diese Community, somit auch meinen Kanal und somit kann ich meiner Leidenschaft und Berufung frönen. Und da soll es jetzt auch weitergehen. Ich möchte hier mit den Karten jetzt auf dein, euer Herzblatt gehen, in die Tendenz, Gefühle, Gedanken. Nächsten Schritte. Was blockiert ihn? Wo sollte er dran arbeiten? Was hindert ihn? Oder stürmt er schon mit großen Schritten auf dich zu? Ja, da wollen wir jetzt reingucken. Und ich bitte wie immer den Erzengel Michael um Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppen, für mich, für dieses Reading. Und mögen hier die Karten fallen, die uns jetzt die Aussage treffen, wie dein Herzblatt gerade drauf ist. Ja, und da bitte ich natürlich auch um Führung. Und die Lennys von Giro Marchetti habe ich auch schon in der Hand. Also gucken wir mal, was denn jetzt hier fallen soll. Ja, eine hat sich umgedreht. Die Sonne, die Kraft, die positive Energie, der Erfolg, das Glück. Gut, ob es hier einen Rückzug gegeben hat, wirst du wissen. Da hat aber jemand die Hoffnung, da möchte jemand Gespräche führen. Du wirst eine Nachricht, eine WhatsApp, keine Ahnung, was auch immer erhalten. Kursveränderung, das neue Kapitel, hoffe ich doch. Ja, nur die, die aufgedeckt sind. Ja, die Chor, hier ist der, sind die neuen Wege, die Wünscherfüllung mit dir in dieser Seelenpartnerschaft. Super. Unten runter die Wunscherfüllung. Gut, also wissen wir, wo wir sind in der Seelenpartnerschaft. Ziemlich offensichtlich. Und da gab es gerade Rückzug, Trennung, was auch immer. Aber der Herr hat hier die Hoffnung, möchte in die Kursveränderung sein Glück versuchen, durch eine Nachricht mit dir wieder in Gespräche zu kommen. Du bist seine Wunscherfüllung, das neue Kapitel, neue Wege gehen in dieser Seelenpartnerschaft. Gut, okay. Wisst ihr alle Bescheid? Können wir eigentlich schon aufhören, ne? Aber wir wollten ja noch tiefer. Dann gucken wir erstmal mit den Karten, Security Cards von Nadine Greifenstein. Liebeskummer. Jo. Da haben wir die Bestätigung für das Risiko, was wir ja noch mal eingehen möchten. Wir möchten unser Glück noch mal probieren, auch wenn es vielleicht nur die 50-50 Chance ist. Mal um die Ecke gucken, ob du noch da bist. Hier hat sich eine umdrehen wollen. Ja, du wirst hier beobachtet. Und da guckt jemand genau hin. Sicherlich hoffentlich auch auf sich selbst.
und nicht nur auf dich, um jetzt hier dann schließlich und endlich auch zu erkennen, was er da an dir hatte, beziehungsweise was man vielleicht auch mal verändern sollte. Denn da hat jemand die Realität immer abgelehnt und Scheuklappen getragen, Entschuldigung. Ja, Gelegenheiten verpasst, weil man hier vielleicht nicht wusste, was man wollte und dann trotzig wie ein Kind reagiert hat. Ja, aber das führt natürlich auch nicht gerade zu Zufriedenheit, weil wir ja auch nicht weiterkommen mit dieser Art und Weise. Natürlich mit der Unterstützung von Erzengel Fürst Metatron in dieser Rückzugsphase sich hier genau anzugucken, seine eigenen Themen etwas mehr unter die Beschau zu nehmen und ja, für Ordnung zu sorgen, sich Gewissensfragen zu stellen, um schließlich und endlich vielleicht auch mal Altlasten hinter sich zu lassen, die durchaus auch durch schmerzhaft gewesen sind. Und jetzt den Lebenssinn hier eigentlich für sich neu zu definieren und den Weg auch jetzt neu einzuschlagen. Ja, ob du da einen feurigen Mann hast, das wirst du sicherlich wissen. Und der Herr hat hier wieder vor, auf dich zuzukommen mit diesen Gesprächen, möchte ganz gern Kompromisse mit dir schließen oder eine Ebene mit dir finden, hoffentlich den goldenen Mittelweg mit dir gehen und den auch noch finden, um jetzt dann schließlich und endlich hier auch alles in die Waage zu bringen, mal ein bisschen alles ausgeglichener werden zu lassen, damit wir hier auch mal in unser Glück kommen, was ja mittig drin liegt. Ja, da müssen wir natürlich auch und dein Herzblatt sowieso On-Off-Zeiten mal hinter uns lassen, hier den Absprung schaffen aus den Kreisläufen, in die wir uns immer begeben. Ja, und dann hoffentlich hier stabiler mit und für uns werden und vor allen Dingen mit uns, mit dir in dem Fall. War da gerade ein? Ja, ne? Da. Was haben wir dann hier? Mangelt Selbstvertrauen. Ja, wenn da immer jemand wegläuft, ist das doof. Und dann müsst noch mal über den Schatten springen, vor allen Dingen meistens dann die Angst, um jetzt dann wirklich etwas voranzubringen. Treiben, etwas nicht mehr aufzuschieben, sondern die Dinge jetzt mal anzugehen, damit dann hier sich auch mal was verändert und das Ganze auch in mehr Stabilität kommt. Wir hier gemeinsam neue Wege gehen und nicht mehr im alten Fahrwasser rumschippern, um hier schließlich und endlich weiterzukommen. Ja, hier sind noch welche. Was haben wir denn hier noch alles? Noch welche? Da ist noch eine. Gut, okay. Also, da soll eine Entscheidung getroffen werden. Ja, ich hoffe, er hat die getroffen. Es waren hier langsame Nachrichten oder Ignoranz, Rückzug, was auch immer. Das sollte jetzt hier mal vorbei sein, denn da hat jemand Ordnung geschaffen, in sich selbst Struktur aufgebaut. Und möchte jetzt hier weiter, das war nötig. Klar, wenn wir in so einer Phase sind, sind wir sehr auf uns fixiert. Dann wirken wir manchmal sehr distanziert und vielleicht auch ein bisschen auf Abwehr, weil wir uns erstmal selber finden müssen. Aber der Herr möchte ziemlich offensichtlich in den Neuanfang. Ja, hier haben wir auch Engel der inneren Einkehr, der ihm dabei geholfen hat, seine Gedanken zu sortieren und einzuordnen, in die Ruhe und die Angstlösung zu marschieren, um jetzt den Blickwinkel dann mal zu verändern und in eine Neuorientierung zu kommen. Da ist die nächste Bestätigung. Ja, das ist eine ganze Menge. Ob dein Herzblatt all diese Themen hat, das wirst du wissen. Und ja, der hat natürlich ein bisschen was zu tun. Das dauert natürlich auch ein bisschen, bis man das hinterfragt hat, angeguckt hat, verändert hat. Oder überhaupt, dass man es erstmal erkannt hat. Wäre ja auch mal ganz günstig.
und dann in die Veränderung gekommen ist. Gut, dann gucken wir mal mit den Osho-Tentaro-Karten. Ja, da kommt jemand, wie der Blitz um die Ecke. Und möchte jetzt vieles verändern in seinem Leben. Ja, hier kommt auch noch mal der Kompromiss. Bitte aufpassen, dass es kein Fauler ist. Und da ist auch noch ein bisschen Geduld angesagt, bis wir hier ja vielleicht auch rausgefunden haben, gehen wir jetzt in dieselbe Richtung, wollen wir dasselbe oder Ähnliches zumindest. Wir müssen ja nicht hundertprozentig übereinstimmend sein, aber dass wir zumindest wissen, wovon wir reden und wo wir hinwollen. Ja, das ist jetzt wichtig und wir haben hier die Gewöhnlichkeit, die natürlich auch sagt, es ist etwas, wo wir hier uns wieder dran gewöhnen müssen, miteinander umzugehen, miteinander zu sein und natürlich auch jetzt in einer ganz anderen Formation, in einer neuen. Und darum bedarf das dann auch immer noch mal ein bisschen Geduld, weil wir uns hier unter Umständen ganz neu kennenlernen sollten oder sollen. Das ist aber von Erfolg gekrönt. Die Karte liegt unten drunter. Gut, hier fallen noch welche. Ja, die hatten wir vorhin schon, die ist schon vorhin uns entgegengesprungen. Das Verständnis. Das Verständnis jetzt auch für dich mitzubringen, was du da gerne an Wünsche und Erwartungen, Bedürfnisse hast. Und nicht nur immer sich selbst zu sehen oder lange Zeit zu funktionieren, sich nicht rauszutrauen aus dieser Komfortzone, nur den anderen zuzugucken, wie die da in Freiheit das tun und lassen, was sie da alles wollen. Und ich sitze nur mal am Fenster und gucke nach draußen, denn wir haben hier jetzt eine Reife erreicht. Durch dieses Wachstum, durch dieses Hinschauen, durch diese Transformation. Wir sind hier im Augenblick und möchten mit dir den Augenblick erleben. Und das von Augenblick zu Augenblick. Und die Veränderung ist auch noch gefallen. Ja, da hat sich ziemlich jemand über Transformation verändert, der da auf dich zukommt. Bei einigen ist das ja schon gewesen, wenn ich die Kommentare richtig verfolge. Und das freut mich natürlich sehr. Aber wie gesagt, immer wieder, so lange bis es sitzt, wie das 1x1 in der Schule. Alles braucht seine Zeit. Auch diese Reife braucht seine Zeit und auch diese Entwicklung. Es geht nicht in Wochen, es geht nicht in Monaten. Es sind häufig Jahre und manchmal auch Jahrzehnte. Und das ist etwas, was sicherlich viele von euch wissen, die hier mir schon lange folgen und auf dem Weg sind und dann glauben, sie sind schon recht weit und dann kommt mal wieder noch mal so eine Kleinigkeit um die Ecke, schon wieder. Ja, das ist dann immer noch mal und irgendwann stabilisiert sich das aber ganz. Ja, und danach vielen anderen hier auf YouTube soll sich ja dieses Jahr was ganz Dolle verschärfen. Ja, nicht nur auch, dass wir uns alle angucken müssen oder die, die sich noch angucken sollten, da ein bisschen aufpassen, wenn das dann mal wieder Tiefgang ist. Ich hatte jetzt solche Gespräche auch mit depressiven Phasen. Ihr wisst, dass ihr mich da auch darauf ansprechen könnt. Ich bin Psychotherapeutin, aber wie gesagt, das ist etwas, wo ich vielfach auch nicht nur noch mit Altlasten belastet bin, sondern sich da meine Dateien aus meinem Unterbewusstsein wieder melden, die ich bzw. mein Körper abgespeichert hat aus Kindheit, aus vergangenen Beziehungen und eben aus dem gesamten Leben, was wir schon hier waren und sind. Und wenn da unangenehme Gefühle waren und ich als Kind beispielsweise damit nicht umgehen konnte, dann verdrängt der Körper das. Das ist Schutzmechanismus. Und die kommen aber wieder, sobald ich größer bin und damit umgehen kann oder älter bin. Und ja, es sind nur Gefühle.
Ich sollte sie nicht an irgendeiner Person festmachen. Ich sollte sie auch nicht immerzu auf die Vergangenheit schieben. Es sind Gefühle und psychologisch sagt man durchgehen. Das heißt annehmen, erleben, abhaken, verarbeiten, abhaken, loslassen. Ja, das ist natürlich nicht toll, klar, logisch, aber nur so werde ich den Weg mal mistlos. Und den braucht auch keiner mehr. Und so löse ich meine, wie man so schön sagt, inneren Kindthemen auf, die immer wieder in Form von Gefühlen hochkommen. Traumata sind noch ein bisschen eine andere Kiste. Gut, okay, also hier ist eine ganze Menge. Der Herr hat Sehnsucht nach Liebeskummer, nach Trennung, ist in einer Veränderung gewesen, hat sich angeguckt, war in einer Transformation, ist im Tiefgang spazieren gegangen, um sich näher kennenzulernen, in sich aufzuräumen, Dinge loszulassen, zu erkennen, was er da bis dato gelebt hat, getan hat, gemacht hat, um hier jetzt schließlich und endlich zu erkennen, dass das auch sollte in einer anderen Form jetzt stattfinden, damit man dann auch ins Glück kommt. Darum ist hier die Entscheidung gefallen. Darum wird er auf dich zukommen. Er möchte in den Neuanfang, in das Glück, mit dir Gespräche führen, nochmal die Chance bekommen oder es überhaupt probieren, ob du nochmal aufmachst. Denn du bist die Wunscherfüllung. Ihr habt hier eine Seelenpartnerschaft. Er möchte ein neues Kapitel mit dir aufschlagen und auf neuen Wegen mit dir wandeln. Gut, da haben wir jetzt so ziemlich alles. Wir gucken jetzt nochmal mit den Tarotkarten von, frag mich, Chris N. heißt sie, glaube ich. Wir sind hier mit den Ass der Schwerter unterwegs. Da kommt jemanden die Erleuchtung, ziemlich offensichtlich, hat es hier irgendwo die Erleuchtung in seinem Kopf gegeben mit dem Ass der Schwerter. Die Dame hat ja das Licht auch in ihrem Kopf und er möchte hier einen Neubeginn, hat jetzt eine Entscheidung getroffen, hat die Lösung jetzt gefunden oder ist im Durchbruch. So eine tolle Karte gibt es ja bei den Osho-Zentaro-Karten auch. Und möchte jetzt die Chance nochmal ergreifen, kommt auf dich zu. Er wird hier wirklich sein Glück nochmal probieren, das Alleinsein oder diese Trennung, wie man es auch mal nennen will, ist somit vorbei. Denn da hat jemand jetzt Möglichkeiten erkannt. Man ist noch ein bisschen vorsichtig, klar. Der wird hier vielleicht auch noch ein bisschen distanziert und kühl auftauchen, weil er erstmal gucken muss, ob du noch da bist oder auch nicht. Aber letztendlich gesehen schwärmt er ja von dir und er will nicht ohne dich und er möchte ja den Neuanfang. Und das Ganze war nicht Zufall, denn wir haben das Rad des Schicksals dabei. Ja, und das war alles Aufgabe. Er musste durch sein Thema, er musste wachsen, er musste in eine Reife kommen, um jetzt wirklich so weit zu sein, etwas Neues in seinem Leben auf die Beine zu stellen, also auch in die Veränderung, in den Wandel zu gehen, um hier jetzt natürlich komplett einen neuen Lebensabschnitt anzufangen. Ja, und das ist ein wichtiger Schritt für ihn gewesen. Er hat hier somit seine Aufgabe sicherlich auch erfüllt. Und das sagt auch die Gerechtigkeit. Es geht hier jetzt in eine andere Richtung. Er hat, wie gesagt,
die Reife für sich jetzt entwickelt, dass er weiß, dass er jetzt Verantwortung übernehmen muss für die Dinge, die er tut, auch Verantwortung in dieser Beziehung für seinen Part. Also so weit sind wir hier mittlerweile und dass er jetzt auch fair und ehrlich mit dir umgehen möchte. Ja, er will ja auch ein Gleichgewicht im Geben und Nehmen, was wir ja auch schon hatten mit der Waage da oben in der Ecke, jetzt einbringen, weil er, wie gesagt, hier jetzt auch mit dir in diese Beziehung gehen will, auf Augenhöhe, wo Bedürfnisse und Erwartungen und Wünsche beiderseitig erfüllt werden. Na, das ist ja wohl toll. Gut, also wir sind hier auf einem sehr guten Level. Haben wir noch eine Karte oder war es das? Eigentlich haben die drei Karten ja schon alles bestätigt, was eh schon liegt. Wenn jetzt nichts mehr kommt, hören wir auf. Gut, okay, dann nicht. Dann tun wir das, was wir jetzt wollen. Und zwar Spaß und Freude haben mit den Stäbe, die unten drunter liegen. Ja, wir wollen jetzt feiern, wir wollen das Leben leben, wir wollen jetzt in das Abenteuer des Lebens mit dir marschieren. Ja, ich habe hier noch die Weisheitskarten von Colette Benoit. Die gucken mich jetzt gerade an. Gut, dann gehen wir nochmal in deinen Kontext. Mal sehen, was da kommt. Ja, das Chaos, was ihr da ziemlich offensichtlich scheinbar lange genug hattet, die Konflikte, die lang genug stattgefunden haben, weil es ständig hin und her und rauf und runter und einmal weg und einmal da abgelaufen ist. Kann natürlich sein, dass du Angst hast, dass das auch wieder hingeht. Ne? Du hast ihn ja lang genug gehabt. Du weißt ja, wie es bis jetzt abgelaufen ist. Da ist man natürlich auch sehr vorsichtig, wenn da wieder jemand um die Ecke kommt. Mit was er um die Ecke kommt. Ja, hier haben wir auch die Bestätigung. Für das Gleichmaß, für das Geben und Nehmen. Und du darfst den Sprung ins Ungewisse tun. Jetzt noch die Bereitschaft zu haben, alles auf dich zukommen zu lassen, um diesen Sprung zu wagen in dieses neue Leben. Gut, das war's. Hier sind die Seelengefährten. Ja, alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns bestimmt bald wieder. Bis dann. Bye bye. Ciao, ciao.